Ja, guten Tag, da sind wir wieder bei Millennia Tutorial Playthrough, wo wir alles erzählen und erklären. Der dritte Part. Wir sind ein bisschen vorangeschritten, wie ihr sehen könnt, unsere Hauptstadt gedeiht, unsere Zweitstadt auch und unsere dritte wird bald entstehen. Wir sind jetzt da relativ gemütlich bei, während die KI hier schon relativ aggressiv vorgeht. Ihr seht auch hier, Deutschland kommt uns näher, hat auch schon unseren Aggressionen, also Aggressionen ausgerufen, sag ich mal. Das heißt, diese Einheit kann uns ohne Probleme angreifen, allerdings sind das nur Speerträger, also einen einzigen Speerträger könnten wir tatsächlich töten. Ich will aber eigentlich lieber das Barbaren-Camp hier kaputt machen, um ehrlich zu sein. Ansonsten habe ich viel verkackt, indem ich diese Dynastie noch gar nicht aufgelevelt habe. Also diesen Nationalgeist, absolut schlecht. Aber ja, da bauen wir drauf aus, deswegen greifen wir erstmal hier das Barbaren-Camp an. Wie stark ist das eigentlich mittlerweile? Was hat das denn da? Barbarenverkehr, Verteidiger 3 Punkte. Also Amos ist da viel stärker, wie ihr seht. Also das ist kein Problem. Kriegen wir wieder schön Kultur oder Vermögen? Mit Kultur nehmen wir Vermögen, kriegen wir so oder so. Gut, das ist kein Problem. Die dritte Stadt wird in 2 Runden auch fertig sein. Dann können wir die auch dazu nehmen. Müssen allerdings daran denken, dass die Kultur natürlich massiv dann abnimmt. Ne? Da müssen wir irgendeine Kompensation haben. Ja, und wir haben halt Raging Barbarian hier oben. Ey, wie ihr seht, das ist... das ist Wahnsinn. Oh, das ist natürlich sehr lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist übrigens unser letzter Speer, den habe ich ja nochmal herbeigerufen. Mehr gibt es nicht mehr. Okay, willst du erst auf angreifen oder was? Komplett wahnsinnig. Oder kommt da noch mehr hinter? Ich habe ein bisschen Angst. Was nur Speerträger und Anführer 2 zwar, aber unser Anführer ist noch, also auch Anführer 2, stimmt, aus dem Eiferzeitalter. Wird man auch einen schöneren Namen nehmen, ne? Och Mensch, wie gemein ist das denn jetzt bitte? Oh mein Gott, was ist denn hier verkehrt, ey? Grand Canyon war hier hinten. Da hatten wir doch ein, hier ein Merkmal gehabt, aber halt hinter, weiß nicht wie viele Viechern. Ja, hier würde ich halt schon gerne eigentlich auch auf Monument. Problem ist natürlich das dritte Monument, ne? Das wird halt hart, weil die Stadt wird lange brauchen, bis sie das bauen kann, glaube ich. Da müssen wir da ordentlich irgendwie was dazugeben. Oh Gott, der wird jetzt so gepummelt, ey. Weiß nicht, ob wir angreifen sollen. Ich verliere mal dann was, das ist das Problem. Ich meine, es ist ein Speerträger. Ja. Gehen wir erstmal hier hin, integrieren. Geben dafür unsere Regierungspunkte aus. Das war ein bisschen blöd, weil Kaiser-Dynastie würde ich hier auch gerne benutzen, aber es ist wichtig, dass wir uns wirklich hier ausbauen. Wir haben jetzt auch 23 Punkte. Wichtig ist, haben wir genug für die Upgrades? Nein, haben wir nicht. 20 brauchen wir dafür. Also noch keinen Steinbruch bauen, aber wir können natürlich hier noch eine Plantage mitnehmen, weil wir können ja auch diese Presse bauen, ne? Gärungsgrube, dann kriegen wir Kultur. Oder was natürlich noch krasser ist, ist diese, wo ist es? Mein Gott, die Ordnung. Ja, man kann auch über so ein Sortierungssystem machen, das weiß ich. Das ist die Presse, ne? Ja, Oliven und Flachs gibt 8 Nahrung. Also würde ich zuerst mal auf jeden Fall die Olive mitnehmen. Und dann gucken wir, dass wir dann gleich auf die Steinbrüche oder den Steinbruch, wir haben ja noch einen, oder den Steinmetz, müssen wir sagen, hier sparen. Das wäre schon ganz wichtig. Dann bauen wir hier dann als erstes den Dolmen. Der ist schon dabei. Ah, Monument können wir schon bauen, tatsächlich, das ist gut. Müssen wir allerdings das Wachstum erstmal fördern. Wir haben aber auch schon Kornspeicher, also die ersten Gebäude sind hier schon mit bei, weil es schon ein erweiterter, in Anführungszeichen, Basal ist, was ganz cool ist. Dann nehmen wir erstmal, ich glaube, wir nehmen hier Palisadensäulen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Typ uns jetzt hier gleich ein bisschen anätzen will. Und wir müssen noch immer ein bisschen auf die Rebellion gucken. Ne? Ist aber alles okay oder wie sieht das aus? Ja, noch ist okay. Stadtwache haben wir unten stehen, das heißt, da ist alles in Ordnung. Das sollte kein Problem darstellen. Aufwerten können wir das noch nicht. Ja, ich glaube, ich greife da einfach mal an. Ich meine, wenn der uns hier nerven will, soll er auf die Fresse kriegen. Gucken wir uns das mal an. Unser Armbrustschütze den Anführer erstmal schön grillt. Hauptsache, es stirbt halt nichts, ne? Das ist immer die Sache. Uff. Uff. Das kann hart werden. Ja, das kann hart werden. Ja, okay, aber er ist gebrochen durch Moral. Sehr gut, dann haben wir ja unser Ziel, glaube ich, erreicht. Aber wird knapp. Aber kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Aber natürlich nicht getötet oder sowas. Ein bisschen ärgerlich ist. Wir könnten hier mal die ganzen heilen. Ich weiß aber nicht, ob es das lohnt für die zwei oder für die eine Einheit. Andererseits, ich will schon, ja doch, ich mach's einfach mal. Ich will sie schon am Leben halten. Nicht, dass danach jetzt irgendwie eine Armee aus der Gegend kommt und uns weghaut. Ja, und das, ich glaube, das Nest da oben wird erstmal, oder dieses Hütchen wird erstmal sehr schwer zu kriegen sein. Was ist denn hier los? Ist ja echt die Hölle los. Hier ist eine 54er Armee. Also einfach 2 Kundschafte, okay. Nicht so das Problem für uns tatsächlich. Ach, die kommen nochmal zu uns. Okay, wow. Okay, die können sich nicht mehr bewegen. Wir werden jetzt einfach schlachten. Zack. Ja, hat sich gelohnt, aber zu heilen. Hat immer ordentlich Schaden bekommen. Und da sind schon wieder Barbaren. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Will ich schon fast wieder heilen, ey. Hm.
Also ihr seht, wie schön das ist mit diesen Karten. Man kann es immer wieder erwähnen, das ist halt wirklich so wie so ein Kartenset. Ihr könnt jetzt nochmal die Verstärkung draufhauen, wieder heilen. Ich hoffe aber, dass es eigentlich reicht. Diese eine Bebahnschütze, Bogenschütze sollte jetzt nicht das Problem sein, hoffe ich. Aber ja, keine Ahnung. Ja, und ich bin hier wieder zurückgedrängt worden. Keinerlei Chance. Da wird einfach was ist das denn für eine krasse Zone? Guckt euch das an. Nur wie soll man da hinkommen? Man sieht, was hier alles für Bebahnen herrschen. Das ist ja unfassbar. Jetzt können wir hier die Wache bauen, da können wir ein bisschen... wir machen aber Palisaden. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Palisadenzäune. Wir haben ja in der Hauptstadt schon massiv hier. Und da können wir ein bisschen nochmal Armee aufbauen. Vielleicht können wir dann die Barbaren mal hinten zurückdrängen. Das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Weil die schon extrem ätzend sind. Ja, und es ist leider passiert, weil ich befürchte, unser schöner Sperrkämpfer ist gestorben. Ich hätte doch heilen sollen. Man darf da nicht zu schüchtern mit sein. Mit einem Schuss hat der Bogenschütze... Das ist halt... Nenn das doch dann bitte nicht erfahrener Bogenschütze, sondern nenn es doch einfach bitte Armbrustschütze, weil das ist ja so ein Damage, das kann doch nicht sein, dass das ein normaler Bogenschütze war. Oh, guck mal hier, wir haben es noch geschafft. 30 Regierungspunkte, ja bitte, unbedingt. Dann nehmen wir hier nicht Regionslevel, plus 1, dann ist unser Regionslevel in Kyoto nochmal gestiegen, da haben wir schon Regionslevel 5. Ja, wichtig ist hier, ja bla bla, erweitere sie, jedes Regionslevel ermöglicht den Bau von fortschrittlichen Hauptstadtgebäuden und erhöht halt die Einwohnerzahl. Ich meine, Einwohnerzahl ist halt, brauchen wir das jetzt, ne? So sehr, weiß ich nicht. Aber ist trotzdem nicht schlecht. Ja, wir müssen hier nochmal eine Armee bauen, ne? Wir müssen jetzt mal Sperrkämpfer bauen. Ja, ärgerlich, ey. Der jetzt gestorben ist, ist wirklich ärgerlich. Neuigkeiten aus dem Ausland. Okay, sehr gut. Vereinigte Staaten und Brasilien. Ich habe es ja eben schon mal angekündigt. Sind im Krieg. Das heißt, hier unten ist jetzt Krieg angetroffen oder eingetreten. Wir können vielleicht damit Amerika ein bisschen was machen. Ich glaube, das Problem ist, wir brauchen da einfach... Kundschafter oder wie heißt er nochmal hier? Gesandten. Wir haben nur gar keine Punkte dafür. Die Dynastie haben wir jetzt endlich. Wir nehmen jetzt erstmal die Steinmetze, weil dann können wir hier unten direkt ein Steinmetz bauen. Wo haben wir? Da unten war 10 Punkte. Der verarbeitet ja Kalkstein oder Marmor zu Steinblöcken, die wesentlich mehr Produktion nochmal geben. Setzen wir einfach, ja, ich würde sagen, einfach hier hin, oder? Können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob man da noch durfte. Ne, wir haben ja da die Stadt, ne? Dann setzen wir es einfach da oben hin. So, dann haben wir nämlich jetzt hier, wie ihr sehen könnt, einmal schön Steinblock. Gibt uns ja nochmal Einfluss, weil wir ja die Innovation da hatten. Wir haben übrigens bald auch eine Innovation nochmal bereit hier. 60, was heißt das denn? 20%? Also die Chance ist 20%, okay. Kriegsführung, ja, wir könnten halt nochmal Gewaltmarsch, bringt uns nichts. Wir hätten heilen sollen, haben wir nicht getan. Blöd, ärgert mich sehr, aber können wir nichts dran machen. Sonst warten wir hier drauf, dass wir Kulturfähigkeit haben. Ach, dann eben nicht. Haben wir jetzt auch. Wir könnten jetzt natürlich... massiv viel tun. Ja gut, das Ausposten absorbieren ist vorbei. So viel können wir schon mal sagen. Schriftgelehrte haben wir durch. Würden jetzt ja auf die Künste gehen, war jetzt die Idee. Oder Infrastruktur ist auch nicht schlecht, ne? Ich meine, wenn wir da ein bisschen Aquädukt ballern können und wir können mehr Städte in unserer Hauptstadt unter anderem nehmen. Wir bräuchten noch 2 Monumente, da können wir hier drauf forschen. Eigentlich geht es um die Geschwindigkeit dann. Ich probiere mal, mach mal Infrastruktur. Auch wenn ich Künste eigentlich ganz cool finde. Ja, und dann müssen wir tatsächlich hier, was war es jetzt nochmal? Jetzt bin ich schon wieder komplett raus, weil ich so intelligent bin. Durch die Kulturfähigkeit. Was, ich muss jetzt mal kurz hier mich sammeln. Also erstmal rüberlaufen. Durch die Kulturfähigkeit. Was hatte ich jetzt überlegt? Irgendwas, was ich machen wollte. Stadtgründen. Ja, so, ja, hier oben die Stadtgründen. Klar, ergibt ja Sinn. Hat die Option jetzt hier in Richtung Baumwolle zu gehen. Also das ist schon allein der Grund, warum man halt beides öffnen sollte. Aber ich denke mal, wir müssen hier eine Stadt gründen. Da können wir leider nicht. Wir können nur da noch. Da kriegt man natürlich die Kohle, was auch nicht schlecht wäre, ne? Oder Eisen. Ich glaube, wir nehmen da, ja. Da haben wir alle drei drumherum. Ziemlich gut. Das ist doch nicht schlecht. Genau, dafür wollte ich hier gut. Ich dachte schon, okay. Was war das bitte für ein Forward-Settling? Guckt euch das an. Guck mal, das ist die Hauptstadt hier hinten, warte. Hier hinten wird die Hauptstadt irgendwo sein oder vielleicht sogar noch weiter. Und er hat uns einfach hier eine Stadt hingesetzt. Schön an unserem Eisen. Eiskalt, ey. Ja, und dann haben wir uns den Speer jetzt auch noch verloren. Natürlich, ergibt Sinn. Und wir haben ganz viel gebaut. Ja, Kobe muss hier eigentlich halt, wie gesagt, das Monument bauen. Dauert aber 20 verfluchte Runden, was halt schon brutal ist. Dann nehmen wir erstmal Forschung. Aber ich muss eigentlich die, glaube ich, machen. Aber es kostet... Ja, komm, wir machen einen Moment. Vielleicht können wir es gleich beschleunigen. Das wäre ja gar nicht schlecht. Und ja, das mit Köln ist halt eine Unverschämtheit. Das ist auch eine vollwertige Stadt schon, kann das sein? Nächste Vasallenbevölkerung, also Vasallenstadt.
Ey, wie unverschämt, ne? Was für eine KI, ey. Dafür kriegst du echt aufs Maul, ey. Ohne Scheiß. Entschuldigung. Ja, genau. Ohne, doch, ohne Scheiß. Ist schon richtig. Passt schon. Nehmen wir Wachturm für ein bisschen Erkundungserfahrung. Könnte man eigentlich machen. Wie sieht es aus mit Unruhe? Ja, Unruhe ist dazu. Dann nehmen wir Wache. Obwohl der Wachturm halt eine Runde dauert. Können wir auch einfach auch machen. Danach bauen wir uns noch eine Armee zusammen, würde ich sagen. Wachturm bringt natürlich jetzt nichts für die Unruhe, leider. Das heißt, wir müssen hier weiter auf Unruhe. Oh, die Bibliothek wäre natürlich super. Aber ich muss erstmal, glaube ich, eine Wache bauen. Oh, ey, auch mehr Nahrung wäre auch super, ne? Versammlungshalle hatten wir die. Ah, das ist nur Diplomatie. Das sind alles super Sachen eigentlich, ne? Das ist. Aber wir müssen die Wache nehmen. Ich habe keine Lust, hier eine Stadtwache zu bauen, deswegen machen wir das so. So, dann haben wir hier wieder unsere Armee vollständig. Und ja, wie gesagt, wir müssen auch langsam Richtung Militär wieder denken. Stadtzentrum gibt die Regierungserfahrung, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Ich meine, generell baut das Ding sehr gut. So ein bisschen Arbeiterplatz wäre auch nicht schlecht für Ingenieurspunkte, damit wir unser Nationalgeist schneller hochpushen könnten. Ich glaube, das machen wir auch. Haben jetzt auch wieder 13 Punkte. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel, wenn das hier gewachsen ist, dann, was ja noch ein bisschen dauert leider, können wir hier nochmal Stein abbauen. Können auch hier die obere Sache, bringt uns aber nichts, wir haben keine Bauernhöfe, von daher Schwachsinn. Steinmetzen. Haben wir hier oben nochmal Stein? Ne, haben wir nicht. Das ist ja das Einzige erstmal. Wir könnten jetzt tatsächlich auch bald, weil wir jetzt oben Eisen haben, oder wir haben werden, so muss man es formulieren, da auch nochmal weitergehen. Was brauchen wir eigentlich für unser Schäfchen hier? Mit Weideland. Kostet wie viel Weideland? Warum ist das teurer als das andere? Ich glaube, da ist Weideland 16. Warum ist das teurer? Weiß man nicht. Ah gut, gibt's eine Erkundungserfahrung, vielleicht deswegen, ne? Könnte gut sein. Wenn so ein Bauernhof einfach hinzusnacken, weiß ich, bringt das was? Ich glaube nicht. Und dann lassen wir uns erstmal, sparen wir die Punkte erstmal. Und haben jetzt die nächste Innovation durch. Und jetzt die Bevölkerung drängt sich auf den Straßen von Japan, um einen Blick auf die königliche Familie zu erhaschen, wenn sie zum Palast kutschiert wird. Annehmen, der Palast eine Kultur. Ja, nehmen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen die Kultur, um die wieder aufzufangen. Wir haben jetzt -7 von Regionen, von daher passt das ganz gut. Siedler erstellen können wir auch nochmal nachher. Wir könnten aber auch hier auf das hier sparen, ne? 2 Einwohner. Wir haben jetzt in Kyoto 7. Das wäre 3 Produktionen. Finde ich okay. Aber dieses Köln macht mich hier wirklich. Das finde ich so. Das ist so assi, ey. Das macht mich ja wirklich aggressiv bei Sims spielen, ne? Muss ich ganz offen sagen. Macht mich wirklich, wirklich aggressiv. Öffentliche Verbesserungen haben wir ja schon gesagt. Verbesserungspunkte, ja. Lassen wir. Wir könnten jetzt das Weideland bauen. Warum nicht? Auf unser Schäfchen. Machen wir, nehmen wir mit, auf jeden Fall. Gibt nochmal Wolle und Fleisch. Fleisch ist immer gut, weil Nahrung ist so essentiell. Also wirklich so essentiell. Wir brauchen unbedingt Wachstum. Also wir werden auch bald von Deutschland auch hundertprozentig den Krieg erklärt bekommen. Würde ich am liebsten hier reingehen, ey, ganz ehrlich. Wir machen da vielleicht auch gleich Krieg. Mal schauen. Aber das ist so brutal, nervt mich so. Aber wir machen da erstmal das hier. Produktion für Palast, dann haben wir hier ein bisschen mehr Produktion in der Hauptstadt. Ist nur 3, ist nicht überwältigend. Ich hoffe aber, dass wir hier bald nochmal ein bisschen mehr Produktion kriegen. Wir sollten halt ein bisschen gucken, dass wir das Grasland dann doch pushen. Also doch vielleicht einfach eine Farm dahin pumpen. Das wäre gar nicht so dumm. Waldmarsch, alles bringt uns nichts. Wir können einen Sucher erstellen, um den Hügel nach Goldvorkommen zu suchen, okay? Auch nicht schlecht. Haben wir noch gar nicht gesehen, dass es eine neue Karte gab. Kam wahrscheinlich durchs Eisenzeitalter. Ja, die kennen wir ja alle schon. Ja, und das ist halt, müssen wir momentan nur hierfür ausgeben. Kostenexpansion in den Hügeln, auch nicht schlecht. 40 ist natürlich echt teuer, ne? Echt teuer. 40 für den nächsten Punkt, da kommt was. Aber nur Speer. Hier geht jetzt erstmal die Barbarencamp killen. Die Barbarencamps killen bringt halt wirklich gute XP, von daher, oder gute Werte, sag ich mal. Ja, was ist das denn? Eine Kavallerie, ja, die hauen wir auf jeden Fall um. Hoffen, dass der uns gleichzeitig nicht umhaut. Ne, tut er nicht. Sehr gut. Also Kavallerie ist sehr stark, deswegen sollten wir die auf jeden Fall wegmachen. Dass die uns hier auf die Nerven geht. So, jetzt haben wir 2. Wir nehmen Pferde jetzt tatsächlich einfach. Damit wir einfach hier möglichst schnell auf Monumente kommen können. Wir bauen ja hier das Monument. Das können wir bald kaufen, hoffe ich. Und dann forschen wir direkt das Zeitalter, das Besondere. Einfach mal, um euch zu zeigen, was so ein besonderes Zeitalter bedeutet. Und für mich selber auch, ne? Dass wir einfach mal gucken können, was kann das so. Osaka, du hast keine Probleme, weil wir haben da bei dir eine Stadtwache. Ich würde sagen, wir bauen aber auf jeden Fall. Aber nee, Stadtzentrum tatsächlich, ist mir lieber. Stadtzentrum, damit wir ein bisschen mehr Regierungserfahrung haben.
Unsere Stadt wächst weiter, das ist auch gut. Und da ist... Halleluja, was ist denn hier los, ey? Okay, wir werden uns auf jeden Fall die Kriegsführung aufbewahren für Verstärkung. Kann ich euch nur empfehlen, benutzt das immer. Diese Gesundheit wieder regenerieren ist halt massiv stark. Okay, Osaka. Ich würde halt schon mal hier auf Kran wäre gut. Und dann auf Bibliothek. Dann haben wir Kyoto auch wieder Platz frei. Das ist auch gut. Könnten wir jetzt mal langsam Diplomatie. Aber ich weiß nicht, was Diplomatie momentan bringt. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu dumm bin. Feldlager finde ich nicht schlecht, weil wir einfach da mehr vor den Heilungen hätten. Aber Bibliothek wäre halt mehr in unserem Stil, ne? Machen wir auch so. Und dann ist nicht viel zu klicken. Alle Speer sind gestorben. Unsere 4, 5, die warten, sind eigentlich alle down. Von daher relativ einfach. Wir werden hier versuchen, die vielleicht in so einem Bottleneck zu lösen, damit sie beide auf einmal angreifen. Dann heilen wir uns hier einfach mal eine Runde. Könnten jetzt da oben das wieder machen. Wie gesagt, wir haben keine Bauernhofverbesserung, ne? Aber wir könnten hier die Reduzierung in Steinbrüchen haben. Haben unsere Stadt, hat sich ausgedehnt? Ah ja, die ist ja gar nicht hier. Müssen die hier jetzt zum Ausdehnen bringen. Schwierig. Ob wir da jetzt... Ich glaube, da pumpen wir lieber hier mal. Ist in Stadt erweitern. Was wäre denn hier für eine Spezialisierung möglich? Achso, das ist ja gar nichts. Hier Quatsch, hier müsste ich gucken. Also die, da drumherum könnte man natürlich noch viele Holzbuden reinhauen. Nur haben wir einfach die Verbesserungspunkte nicht dafür. Ich könnte nochmal eine Plantage bauen. Plantage wäre nicht schlecht. Steinbruch wäre nicht schlecht, haben wir aber momentan noch nichts von. Wir müssen auch bald nochmal einen Siedler pumpen tatsächlich, obwohl das halt echt teuer ist von der Kultur her, ne? Das ist nicht so angenehm. Das Sicherste ist einfach die Plantage bauen tatsächlich, weil wir dann einfach unsere Ressourcen zunehmend dazu kriegen. Was natürlich am besten wäre. Und dann könnten wir nämlich, wir können auch schon hier tatsächlich die Wolle uns gönnen. Aber das ist Baumwolle, da gibt es auch nur Vermögen. Also Plantage scheint immer Vermögen zu geben. Aber wir könnten jetzt hier zum Beispiel noch Trauben holen. Könnten die dann hin und her handeln nachher. Müssen wir aber ein Lager für haben, soweit ich das weiß. Und könnten dann die Trauben halt rüber schaffen, um dann mit 2 Trauben was zu erstellen. Ich würde übrigens gerne hier Straßen sehen. Das wäre auch ganz cool. Haben wir jetzt eigentlich die Forschung gehabt, wodurch wir mehr Städte... Ne, das wäre... Doch, das ist Infrastruktur, genau. Das heißt, wir können auch mit der Kulturfähigkeit gleich nochmal eine Stadt in unserer Hauptstadt holen, was auch nicht so verkehrt wäre. Das ist gar nicht so verkehrt. Soll ich hier warten? Das ist die Frage. Auf 40. Ja, ich glaube, 40 wäre nicht schlecht. Kalkstadt ist nicht verkehrt, da haben wir einfach Produktion, kann man auch umarbeiten. Steinmauern auch zu reduzieren, ja, ist okay, würde ich sagen. Also nicht übermäßig stark. Okay, wir haben ein Problem bei Kobe, da brauchen wir dringend etwas mit der Rebellion. Was wir da machen, das ist natürlich ärgerlich. Das hieß ja nämlich, wir müssten da irgendwie zurückgeben. Ah, wie ärgerlich. Ja, machen wir dann. Gehen wir mal zurück. Gefällt mir gar nicht. Wird natürlich hier die, bis hier aber da oben ist, ist schon alles... Vorbei. Wir müssen halt aufpassen, es gibt irgendwann Chaos dazu. Ihr seht hier Plus 1 schon, weil wir eine unruhige oder eine, ja genau, eine Stadt mit Unruhe haben. Ihr seht, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich glaube, ich schicke jetzt mal das hier vor, damit das schon mal das suppressen kann gleich in der nächsten Runde. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, natürlich von irgendwann angegriffen zu werden, das ist mir klar. Ja, sehr gut, genau. Mach Köln platt, jawohl. Das fände ich super, wenn du Köln platt machst. So, du bleibst jetzt einfach hier stehen. Das müsste reichen, um das hoffentlich runterzusetzen. Null gerade. Halleluja. Also Anzahl der Regionen ist schon brutal. Dann setzen wir uns hier erstmal rein, leider. Also das bringt uns nichts. Wir müssen aber jetzt dadurch gut, ja, minus 12. Das heißt, wir können damit Unruhe gut zurückpushen. Müssen aber schauen, dass wir es überall sicher haben. Das zeigt dir das Spiel nicht an. Ich finde das ja natürlich, da kann man immer sagen, ja, UI-Sache. Aber andererseits ist es ja auch cool, dass man ja einfach sagt, hör mal, da musst du selber drauf achten. Ne? Aber es ist, ja, aber im Endeffekt ist es schon auch irgendwo vom modernen Spiel ein Versäumnis. So, wir könnten jetzt halt, Seuchen hat noch wie viele Runden? Noch 5 Runden, dann ist er schon soweit. Seuchen übrigens, das ist natürlich gemein. Wie kann er das denn geschafft haben, der nette Mensch? Das ist ja echt gemein. Deutschland haut uns da gleich schon über die Ohren. 5 Runden. So, Insider Seuchen kann in 5 Runden echt schon so schnell dabei. Ist ja gemein. Also wir könnten jetzt auch auf jeden Fall hier das Monument errichten. Aber ich glaube, wir forschen halt nicht in 5 Runden. Das ist, also ich könnte es jetzt hier kaufen. Ich mach's jetzt auch einfach mal. Das ärgert mich, dass wir... Gut, aber es ist hohe KI, muss man einfach sagen. Ja, damit geben wir unser gesamtes Geld aus. Können jetzt auf jeden Fall auch ein Zeitalter forschen. Aber es dauert halt 14 Runden. Das ist mich veräppelt. Das ist ja unglaublich. Das heißt, das Zeitalter der Seuchen kommt dann auch. Wir haben gar nichts an Hygiene. Gut, das ist natürlich auch spannend. Aber ey, willst du mich veräppeln, dass ich so wenig Forschung habe, dass das nicht funktioniert? Ja, Steinmetz können wir jetzt nicht bauen. Jetzt bräuchten wir tatsächlich doch die Forschung, die uns... hier Eisen freischaltet, also Verhüttung. Ja, die... Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt diese Wissen da reinpumpe?
Das würde ich jetzt mal gern wissen, wenn ich jetzt das Wissen hier reinpumpe. Das geht aber dann in die andere Forschung mit über wahrscheinlich, oder? Gehen wir einfach mal von aus. Will ich mal sehen. Das ist für unsere Wissenschaft. Wir wollen ja hier auf jeden Fall unser Tutorial durchführen. Das heißt, wir nehmen die 5 Runden im Kauf. Gucken mal, ob wir dann weniger für die andere Forschung ausgeben müssen oder ob wir voll gearscht sind auf Deutsch. Und jetzt können wir auch mal zur Kavallerie aufwerten. Das wäre das hier. Kostet uns einiges an XP. Seht ihr, 10 Stück. Aber dafür haben wir natürlich jetzt eine dicke Einheit dazu. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich hoffe, dass die sich jetzt hier an der Stadt aufreiben, die Barbaren. Weil sonst... Weiß ich nicht. Oh, hier Dresden. Der kommt immer näher. Der nette Kerl, Entschuldigung. Oder auch Scheißkerl genannt. Kann man ja auch mal offen sagen. Ja, komm, mach einen Kornspeicher. Ich will eine größere Stadt haben. Hier haben wir jetzt schon viel Produktion dazu, aber wir haben zu wenig Wohnraum. Über 5 benötigt ein Wohnraum. Ja, wir können auch nichts dafür bauen, ne? Also Wohnraum gibt es hier nicht. Das gibt es nur durch die Punkte. Wohnraum wäre hier Behausung. Genau, hier haben wir Behausung. 5 Wohnraumarbeit kostet ein Vermögen. Können wir auf die Wiese hier machen, zack. Dann kann unsere Stadt weiter wachsen. Das ist schon in Ordnung. Ist ein bisschen teuer. Wie gesagt, Verbesserungspunkte. Also ich glaube von Anfang an, Verbesserungspunkte wäre tatsächlich gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Naja gut, aber lernt man alles dazu. Okay, da haben wir ja jetzt unser Monument fertig, genau. Da würde ich doch sagen, gehen wir auf den Rad, um ein bisschen Erfahrung oder Wissen dazu zu kriegen. 3 Runden. Er schafft es tatsächlich in 3 Runden. Er wollte mich da echt verarschen. Unfassbar, wirklich. Unfassbar. So, ja, die Barbaren haben sich jetzt da geopfert oder nicht? Ich weiß nicht. Echt, 60er Barbaren ist daran gestorben, oder wann? Er hat auch schon die nächste Kavallerie da. Ich denke, er plant auch gerade einen Angriff. Also, da bin ich mir relativ sicher, dass er da einen Angriff plant gerade. Okay, wir wachsen auch weiter. Das ist gut. Also, er hatte eben ja schon mal eine Kavallerie rübergebracht. Ich denke mal, der wollte hier noch mehr rüberbringen. Wir können eine Kulturkraft verwenden, das heißt, wir könnten hier eine zweite Stadt gründen, könnten uns hier oben das einverleiben. Oder halt nach hier unten gehen, obwohl das geht nicht, weil wir hier nicht mehr in der Lage sind, sage ich mal, dahin zu gehen. Wir könnten hier oben halt dem das Eisen noch klauen. Ich glaube, das nehme ich auch, oder? Was ein bisschen verschwenderisch ist. Können wir das die zweite Olive einsacken, mehr aber auch nicht. Ja, oder halt den Stein, ne? Weil den wollten wir auch, obwohl das eigentlich auch bald von selber wachsen sollte. Ach, ich habe die Unruhe vergessen. Müssen wir die Unruhe suppressen. Haben wir noch an Fähigkeiten? Und wir haben auch ganz viel Regierungspunkte. Wie ist das noch? Immer 36. Willst du mich veräppeln, ey? Wir würden jetzt hier einmal wissen. Pro 5 in der Region ist nur ein Wissen. Das ist ein bisschen erbärmlich. Wir können auch hier jetzt mal die größere Kalkstein nehmen mit. Ein bisschen Produktion zu bekommen. Da muss man echt drauf achten, ne? Also das ist unfassbar. Ich würde hier einmal Gewaltmarsch machen. Und den einmal aus dem Leben hauen. Damit der uns nicht nervt. Und dann würden wir tatsächlich nochmal heilen. Einfach zur Sicherheit. Ja, und die öffentliche Verbesserung wäre wieder möglich, ne? Wir haben auch wieder 12 Punkte. Also wir könnten hier hinten halt die Stadt erweitern, aber das sollte von selber ausgehen. Das muss eigentlich nicht. Ich glaube, es wäre sinnvoll, hier oben nochmal reinzusetzen. Wenn ich das alles sehr verschwenderisch finde, um ganz ehrlich zu sein. Ausposten hat ja überhaupt nicht geklappt, was ich da wollte. Wir könnten Heureka machen, kriegen wir 25 Wissen. Wie viel Forschung brauchen wir denn dafür? Forschungskosten sind 100. Wir haben, was ist das? Was steht da? Kann man das genauer sehen, bitte? Ein bisschen genauer. Information? Nee, überhaupt nichts an Informationen. Also 8 hieße, wenn es 100 sind. Wir haben ungefähr 10, dass wir noch 80 brauchen. Wenn ich jetzt 20 drauf tröpfel oder 25 drauf tröpfel, heißt, wir würden ungefähr, sagen wir mal, 2 bis 3 Runden runter machen. Bringt nichts, ne? Ist schon eine Runde, ist ja schon. Willst du mich ver... Okay. Ja, wir bauen einfach die Stadt hier, würde ich sagen. Zack. Machen da eine schöne große Stadt, damit er unser Eisen nicht kriegt. Da ist ja noch ein Vasall wahrscheinlich, deswegen kriegen wir hier schönes Eisen. So, und jetzt geht's los. Jetzt gibt's Seuchen hier. Seuchenzeitalter. Und ich habe keinerlei Hygiene, gar nichts, ne? Also wirklich nichts. Das heißt, wir haben jetzt ein Krisenzeitalter und gucken gleich mal, was an unserer Forschung geblieben ist. Mein Gott. Also, eine große Seuche schlägt zu und reduziert die Bevölkerung auf 67%. Nice, toll, dankeschön. Ausbrüche machen Verbesserungen unbrauchbar und reduziert die Bevölkerung, wenn sie nicht gestoppt werden. Ach du Scheiße. Eine Pestdoktoreinheit wird in deinem Hauptland erstellt. Säubere Ausbrüche mit Pestdoktoren oder mit Verbesserungspunkten. Erzeuge Kultur pro religiöser Bevölkerung, indem du eine Religion gründest oder ihr Bein trittst. Okay? Gründe eine Religion, tritt ihr bei. Religion gründen oder der Dämonenkraft Religion übernehmen. Neue Dazulagegeister werden freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt ein großes Problem, denn Kyoto ist auf einmal von 8 auf 5 runtergefallen. Das ist unsere Fähigkeit, die wir hatten. Ist komplett für den Hintern.
Das ist ziemlich bitter. Muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir jetzt unseren Pestdoktor. Der kann sich um Ausbrüche kümmern. Und ich glaube, wir sollten mal ein bisschen was an, an solchen Maßnahmen treffen. Dann gehen wir mal im Hügel mal Gold suchen. Nehmen wir mit. Ne? Gold, warum nicht? Kann man auf jeden Fall machen. Ah, ja, das ist natürlich hart ohne jegliche Vorkehrung dafür. Momentan sehe ich jetzt noch keine Seuche, oder? Ich sehe es. Erkenne es zumindest nicht. Müssen wir hier gucken wegen der blöden Rebellion. Können wir das kaufen? Ne, 264. Wir bräuchten auf jeden Fall mal einen Stadtwache da oben. Wie viel lang dauert die Stadtwache? 4 Runden. Okay, wir müssen da wirklich zurück. Wir können hier nochmal angreifen gehen. Wir müssten eigentlich das locker durchkriegen. Aber ja, doch, kriegen wir hin. Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Kriegen wir nochmal, ja, auf jeden Fall Krieg oder... Eine Erkundung ist auch nicht schlecht wegen dieser Goldsuchfähigkeit. Ich würde aber Krieg nehmen, weil wir einfach, glaube ich, besser vorbereitet sind dadurch. Dann können wir nämlich eigentlich hier nochmal so einen Gewaltmarsch pumpen. Dann seht ihr, vielleicht können wir nochmal, ja gut, nicht wirklich viel weiter. Aber immerhin ein bisschen. Wir müssen nicht jetzt zurück zu unserer Stadt, um die etwas etwas glücklicher zu machen, so kann man sagen. Wenn wir jetzt hier zweite Wein produzieren, dann haben wir schon mal die Möglichkeit, ohne irgendwelche Sachen diese Gärungsgrube zu bauen. Kriegen wir einmal Kultur. Was recht mächtig ist. Kultur, seht ihr ja, ist nicht gerade irgendwie eine hohe Zahl vorhanden. War das jetzt gerade ein Seuchenausbruch? Weiß ich nicht. Du baust mir einmal eine Stadtwache und schickst die anderen mal nach oben. Damit wir da mal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Das ist natürlich wieder, wir kommen ja nicht durch, ne? Jetzt schon 2 Kavallerie da oder was ist jetzt? Ein Ritter hat er. Oh, ja gut. Das ist natürlich auch sehr unglücklich. Ein Ritter. Wir brauchen jetzt 80 Regierungen. Oder wir gehen halt auf den Siedler. Dann bräuchten wir noch mehr. Und hier könnten wir jetzt die Steinbrüche verringern. Da müssten wir aber erstmal hier einfach wachsen. Das bringt uns nichts. Ah ja, seht ihr, die Forschung hat sich übernommen. Ja, 3 Runden sind wir auch dann im Seuchenzeitalter. War das jetzt ein Seuche gerade? Was war das? Da ist irgendwas. Ist das jetzt ein Ausbruch? Ich kann das ehrlich gesagt nicht erkennen. Da ist irgendwas Grünes drüber. Ausbruch unter Kontrolle bringen. Ja, tatsächlich. Und hier auch. Ausbruch unter Kontrolle bringen. Okay, das erkennt man ja absolut gar nicht, muss ich sagen. Kostet Erfahrungspunkte. Ach du Sch... Wie viel kostet das sonst? 5, okay. Ausbruch wirklich entfernen. Ja, muss ich ja. Was soll ich machen? Boah, das sieht man ja überhaupt nicht, ne? Das ist ein Ausbruch. Gibt es da irgendwie eine Karte für oder was? Also das ist ja unfassbar, wie wenig man das sieht. Okay, nee, es sieht nicht so aus, wenn irgendwann wer. Was ist das? Religion? Okay, haben wir ja noch nicht. Kommen wir jetzt erst. Werden wir so wie die KI drauf ist, auf jeden Fall nicht kriegen, sondern uns eher anschließen müssen. Du kannst hier erwachen. Und du gehst rüber zu der anderen Stadt. Denn die wird uns sonst leicht den Kopf abreißen. Er hat da echt noch eine Stadt hingebaut. Halleluja, was ist mit dem los? Wir können 44 auch nochmal einnehmen. Könnten dann nach hier gehen. Ja, obwohl das sehr eng ist. Ich glaube, das wäre sinnvoller, da mit einer Stadt hinzugehen. Also Vorstadt. Boah, hier unten wäre halt noch eine Option. Mit sehr viel Fisch. Wir haben uns halt um die ganze Geschichte hier kümmern. Ne? Die ganzen Barbaren und die ganzen neutralen. Wir haben so viele neutrale Städte hier in der Gegend. Ich hätte da echt mal mehr drauf achten sollen. Ja, du kannst ja auch selber was bauen, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Wache dauert wahrscheinlich auch viel zu lang. Ja, ich würde sagen, du baust uns jetzt mal Wachturm. Wir brauchen ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, denn anscheinend kostet das ja ein bisschen was. Du brauchst uns auch einen Wachturm. Wir brauchen mehr Erfahrungspunkte dafür. Und ja, Kyoto kann ja einfach mal hier ein bisschen Diplomatie bauen oder auch mal ein paar Punkte kriegen. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Und danach mal ein paar Militäreinheiten. Gibt es übrigens auch keine Bauliste, ne? Das ist auch ein bisschen schade, dass man sich da gedacht hat, nee, brauchen wir nicht. Ist ein bisschen doof. Na gut, aber es sind halt Entscheidungen selber wissen, ne? Ja, wir wollen den Ausbruch entfernen. Und können ja oben den Ausbruch jetzt auch entfernen, wenn ich das richtig sehe. Mein Gott, das ist aber echt eine Menüführung. Oh, oh. Übrigens brennt hier langsam alles. Wir müssen mal die Kavallerie vorschicken. Auch nochmal Gewaltmarschen. Geh einmal da rein und halte dich da. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt haben wir aber Unruhe 0. Das heißt, oh, oh Mist. Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Wie viel Chaos ist das? 20? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kriegen wir unser erstes negatives Event. Sehen wir hier noch irgendwo Seuchen? Ich glaube nicht. Bin mir auch nicht 100% sicher.
Kyoto, ja, du baust uns jetzt mal ein bisschen Kavallerie. Brauchen mehr Brutalität. Jetzt gibt's auf jeden Fall auf die Mütze. Kommt erstmal Zeit einer Seuche. Yay, yeah, wir sind drin. Wie gesagt, große Seuche. Kultur, pro-religiöse Bevölkerung, haben wir ja schon erklärt. Kriegen neuen Nationalgeist, was ganz gut ist. Und wir kriegen Religion. Religion, ja. Das tatsächlich würde ich mir jetzt mal durchlesen und euch zusammenfassen. Ja, mit der Religion können wir noch gar nichts anfangen. Wir haben keine Domäne Kunst. Die hätte man jetzt freischalten können im vorherigen Zeitalter. Haben wir aber nicht. Und dadurch bringt uns das tatsächlich gar nichts. Wir können aber jetzt Ritter aufwerten, so wie das der Deutsche auch schon hatte, was schon mal gut ist. Da haben wir die Armee nochmal verstärkt. Und wir hoffen, dass wir jetzt das irgendwie unter Kontrolle kriegen. Denn ihr seht, wir haben jetzt 5% Chance, dass was Böses passiert. Und wir müssen probieren, das möglichst wegzumachen. Oh Mist. Deutschland hat sich hier noch eine Stadt genommen. Ich glaube, wir werden tatsächlich bald sterben. Wenn ich das so sehe. Deutschland hat bald die halbe Karte hier schon. Und ich bin da überhaupt nicht hinterhergegangen bisher, was nicht so intelligent ist. Danach gibt es nur Zeitalter der Renaissance. Da gibt es nichts Besonderes, da wir schon im Krisenzeitalter sind. Ich würde einmal hier zurückgehen wollen und uns dann die Verhüttung nehmen. Können auch mal Beamte eigentlich mal nehmen für die Gesandtenherstellung und sowas. Weil wir müssten eigentlich auch mal da in diese... Ja, machen wir einmal. Wir nehmen mal Beamte. Wir müssen nämlich mal in die Richtung gehen, dass wir auch diese Städte hier einnehmen. Nicht, dass die KI die alle kriegt. Ja, dann haben wir ein großes, großes Problem. Ah, das ist natürlich schon viel zu tun, tatsächlich. Da haben wir echt viel zu tun. Ja, während 3 Runden gibt es Rebellen. Auch nicht so schön. Aber da immer drauf aufpassen, kann ich euch nur mal empfehlen. Das ist nicht so einfach. Und dann werden wir gucken, dass wir hier weiter die Erfahrungspunkte sammeln. Oder, ja, nee, Wissen wollen wir auch haben, ne? Wir sind dann doch, obwohl wir so viel Wissen haben, noch immer so weit hinter, ne? Dann gucken wir uns mal einmal die hier an und dann werde ich euch sagen, was wir uns da denn nehmen. Ja, und zwar habe ich mich dazu entschieden, das Khanat, glaube ich, zu nehmen. Der Rest ist auch interessant, aber ich glaube, weil wir ja immer mehr unter Druck geraten von Deutschland, dass uns das hier so mal militärisch Vorteil geben könnte, gerade mit den beritten Bogenschützen, die man holen kann. Barbarenneutralität, was auch sehr gut ist, dass wir dann unsere Kompensitböden holen, langfristig, um dann halt mit denen ordentlich auf die Mütze zu geben. Das fände ich schlecht. Wir müssen aufpassen, in Zeitalter 6 sind die natürlich obsolet. Das heißt, wir müssen die dann auch jetzt nutzen. Das heißt, wir müssen bis dahin auch kommen. Natürlich recht hart ist, weil wir halt kaum Punkte haben. Das wäre vielleicht noch was zu gucken. Wir müssen ja mal gucken, wie viel Kriegspunkte kriegen wir. Wir kriegen 0 pro Runde, weil ich halt nicht da viel für getan habe. Ingenieurspunkte hingegen kriegen wir schon was. Was natürlich dann die andere Option wäre. Allerdings ist der Maschinenbau auch sehr auf hier Kohlegüter, haben wir halt einfach noch nicht. Denn der Rest ist auch viel mit Religion. Gerade die Kreuze hat auch viel Religion. Shogunat und Gewürzhändler sind für uns, glaube ich, gerade einfach nicht passend. Muss man einfach sagen. Auch wenn wir da eine coole Einheit bekommen. Ritterlichkeit ist auch ein bisschen schwierig mit den Vasallen. Ja, okay, haben wir einfach nicht. Deswegen war jetzt für mich die Idee, das Kanat zu nehmen, auch wenn ich überlege, wegen den Punkten, die wir natürlich nicht haben. Das ist natürlich tatsächlich die Sache. Wir müssen dafür natürlich viel kämpfen. Haben wir jetzt viel ausgegeben. Ja, ist schwierig. Also ich hatte zuerst gesagt, ja, auf jeden Fall müssen wir das machen. Bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob wir dahin gehen sollen. Aber ich denke, wir machen es einfach mal tatsächlich. Wir machen jetzt einfach mal diese Punkte und gucken, dass wir jetzt da ein bisschen was an Bonus dazu bekommen. Das heißt, dass wir die Gebäude bauen, die uns da dringend den Bonus geben. Das haben wir jetzt ja noch gar nicht gemacht, so wie Feldlager. Ich brauche jetzt diese Kavallerie noch zu Ende. Obwohl, die brauche ich auch nicht. Das ist ein Ritter tatsächlich besser. Ich brauche hier ein Feldlager direkt, damit wir mal ein bisschen vor diesen Punkten bekommen. Ob das jetzt schon zu spät ist, kann ich nicht einschätzen. Wir müssen weiterhin nach dieser Seuche suchen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt übersehe. Ich glaube, ich habe gerade nichts. Also Deutschland wird uns auf jeden Fall ziemlich gerade auf die Nerven gehen. Das ist ziemlich dumm. Verstärkung ist jetzt auch teurer geworden, müssen wir auch dran denken. Wir können jetzt hier auf die 80 sparen, würde ich sagen, um massiv Kultur zu kriegen. Ja, Siedler wäre auch gut. Wir haben hier genug Raum, aber ich glaube, ich warte auf Barbarenneutralität. Finde ich auch nicht schlecht. Da ist wieder Seuche hingekommen. Ja, und hier ist wieder was freigestellt worden. Also Ritter konnten wir direkt bauen. Dann haben wir das Schatzhaus. Gezählt Vermögen. Und ja, religiöse Schriftgelehrte können bereitstellen. 2 Papier, religiöse Texte. Wir haben noch gar kein Papier. Wir kommen da ehrlich gesagt gar nicht hinterher gerade. Also die sind schon massiv schnell. Da merkt man ganz gut, dass man hier noch viel, 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 viel lernen kann. Ja, wir haben natürlich auch massiv verloren. Ne? Das haben wir auch gemerkt. Und der Khan ist eine besondere, sieht da eine besondere Anführereinheit mit Taktik. Das heißt, die können wir auch schon mal auf Seite stellen momentan. Und da müssen wir einmal hin. Wenn wir nicht, dann machen wir das mit Verbesserungspunkten wieder. Einen Ausbruch zu vermeiden. Da war aber jetzt keine Ressource, oder? Ne, ist nicht richtig.
Ne, das war die Behausung, genau. Das ist alles okay. Ja, hier warten wir weiterhin, dass wir unsere, unser Chaos runterstellen. Warum plus 23? Ist das wegen Krise jetzt an sich oder weiß man das? Oder ist das tatsächlich noch immer weiter? Ne, ist nur ein Chaos. Was ist denn, woher kommt noch die Krise? Das kommt wahrscheinlich einfach durch den Krisen, das ist das Krisenzeitalter, ne? Das ist natürlich ätzend, dass wir dafür ein Chaos dazu kriegen. Das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall ein Event haben. Das ist kaum zu vermeiden. Können wir jetzt hier noch hin? Ja, wir haben halt, klar, wir können uns überall Deutsche zuwenden. Wir können aber jetzt erstmal auch gucken, dass wir die Barbaren noch umhauen oder mal so eine Stadt angehen. Weil ich glaube, dass wir die noch nicht schaffen werden. Aber wir können ja trotzdem mal uns dahin bewegen. Auch wenn wir natürlich unseren Raum dann freigeben. Gucken, ob das reicht, auch um die noch mal runterzubringen. Ja, minus 4 geht so, reichen ist relativ, ne? Ob das dann wirklich reicht, ist eine andere Sache. Jetzt gerade schon wieder solche gekommen. Nee, ne? Ich wollte schon sagen. Sah gerade irgendwie so aus. Dann haben wir unseren ersten Gesandten, weil wir die Beamten durch haben. Also wir könnten mal gucken, ob wir uns hier Ravenna vielleicht als Vasallen gönnen können. Das wäre ja gar nicht verkehrt. Haben alles andere mögliche. Wir können jetzt Handel treiben. Ne? Bestechung ist auch nicht schlecht. Können wir unabhängige Armeen wegmachen. Das ist eine Domänenkraft, würde ich mal behaupten. Schiffsbau brauchen wir halt gar nicht, ne? Es ist halt, weiß ich auch nicht. Nehmen wir jetzt Verhüttung, damit wir hier mal die Eisensachen anlaufen bekommen. Und unser Kahn bleibt erstmal hier stehen. Oder ich gebe den, ja, ich glaube, ich gebe den Kahn hier mit rein. Das heißt, wir hauen den Kahn hier rein, dann haben wir 167er Armee, was ziemlich gut ist. Und können dann den anderen Anführer nachher für die nächste Armee nehmen, die wir dann bekommen. Da ist schon wieder in solche reingekommen. Habe ich das nicht eben erst weggemacht? Ich veräppel, ey. Oh, wie nervig ist das denn? Das wird jetzt auf jeden Fall sehr häufig kommen. Das können wir schon mal behaupten. Wir haben den Wachturm hier durch. Die Wache, wie gesagt, ist halt... Das dauert halt viel zu lang. Wir könnten einfach noch eine Startwache nehmen, um hier die ganze Zustand noch das zu verbessern. Noch haben wir keinen Effekt auf 50%. Ihr seht, das wird jetzt kommen. Und dann beenden wir die Runde. Schauen wir uns halt nochmal an, was jetzt kommt. Noch mehr Seuchen überall. Mein Gott. Druiden. Wir könnten jetzt 600 bezahlen, was wir einfach nicht haben. Oder ein Druidenzirkus. Zirkel, der im Rand von Japan lebt, sorgt für Unruhe, indem er den Untergang verkündet und Flüche über das Land ausspricht. 5 Runden überall minus, na gut, das haben wir aber gar nichts. Da haben wir Schwein gehabt. Weißen Mehl, Brot haben wir einfach nicht. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen leider unsere gesamten Punkte hier die ganze Zeit für diese blöden Seuchen ausgeben. Aber da führt auch kein Weg dran vorbei. Ja, wir müssen einfach alle Seuchen wegmachen. Ich glaube, es hilft nichts, wenn wir unsere Seuchen dazu behalten. Oh, wir haben Tabak hier übrigens. Finde ich gut. Bringt uns momentan nicht viel, aber finde ich gut an sich. So, du gehst hier nach da. Der Gesandte geht nach da unten. Das hier mit drin. So, was bringt das? Jetzt kann ich jetzt sagen, hey, vasalisieren. Oder ist das einfach so eine Sache, das dauert dann länger? Naja, es scheint tatsächlich so zu sein. Müssen wir gleich mal gucken. Kyoto, ja, was bauen wir da weiter? Wir müssten mal auf Kunst auch mal gehen, das wäre tatsächlich nicht schlecht, aber Hygiene wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, wir machen mal die Hygiene, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass wir sonst gleich ordentlich auf die Mütze bekommen, weil wir die ganze Zeit die Seuche ignorieren. Mein Gott, jede Runde Seuche. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal, wie das noch funktioniert, bevor wir die Runde, die Part werden. Ja, kleine Nation zum Vasall machen einfach. Krass. Das geht einfach direkt. Okay. Gut, Leute, da könnt ihr auch wieder von mir lernen. Bitte tut das nicht. Seid nicht so wie ich und lasst die ganzen Viecher da leben und macht keine Diplomatie. Das ist ja genial. Ihr könnt da jetzt einfach die Dinger sofort basalisieren. Das hätte ich hier vorhin auch direkt machen sollen. Was jetzt der Deutsche getan hat, was ein bisschen ärgerlich ist. Das heißt, wir haben nochmal Stein hier, die super cool ist, auf jeden Fall. Ja, hier die Frage ist, brauche ich Steinmauern, Steintürme? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so überwältigend. Wir können hier aber schon mal unsere Dynastie auf die letzte Stufe bringen. Dann können wir nämlich auch die reformieren, können nachher neue Kultur nehmen und haben nochmal ein bisschen was für Innovation, was ziemlich gut ist. Ja, und noch immer die Improvement Points sind immer unser großes Problem. Ne? Da brauchen wir dringend mehr. Ich meine, dann könnte ich eigentlich mit dem Gesandten hier hin. Das wäre einfach sinnvoller. Können wir erstmal hier das Barbarencamp umhauen. Bis wir dann irgendwann hier die 70 Punkte haben, dass wir sagen können, die sind jetzt freundlich mit uns. Das dauert nämlich noch sehr lang. War jetzt keine Seuche mehr, habe ich jetzt richtig gesehen, ne? Ah doch, hier vorne, ja, stimmt da. Haben wir keine Punkte mehr dafür. Nervig. Ja, du bleibst einfach erstmal hier hocken, du gehst hier in die Stadt und bleibst da stehen. Wir haben hier noch immer Unruhe. Ich hoffe, dass wir das bald ein bisschen... Wir haben 3 Runden. Ach, hey, meine... Achso, das ist diese Druiden-Sache. Das ist komplett egal. Da haben wir Schwein gehabt.
Aber wir müssen hier dringend runterkommen, damit wir diese blöden Punkte nicht mehr dazu haben. Und das ist die nächste Seuche. Oh, ist das jetzt... Gut zu wissen, das ist zum Beispiel auch was, was man wieder lernen kann. Man müsste für dieses Krisenzeitalter, wenn man sieht, ah, da kommt Seuchenzeitalter oben, das hat der Deutsche ja da irgendwie angekündigt schon, direkt auf hier Erfahrungspunkte, Erkundungserfahrungspunkte gehen, damit man das vermeiden kann, dass man hier dann nachher in so einer Situation halt ist. Alter, wie langsam könnt ihr gehen? Das ist ja unfassbar. Straßen, wie baut man Straßen? Gute Frage, ne? Unter Kontrolle bringen. Ich möchte bitte das da. Ist unsere Stadt auch verseucht oder was? Ich sehe es gerade richtig. Nee, ne? Hä? Sehr merkwürdig. Okay, du bleibst hier stehen. Während dich brauchen wir nachher für weitere Dinge. Ja, können wir alles gebrauchen, ne? Es ist wirklich fassbar, was wir alles gebrauchen könnten. Wir könnten wirklich alles gebrauchen. Ja, ich glaube, wir dem Feldler, wir brauchen mehr Militärpunkte dringend. Na egal, das hören wir gleich mal auf. Wir machen noch schnell die Runde hier zu Ende, gucken mal, ob irgendwas Krasses passiert. Ja, ihr lauft einfach weiter, genau, das ist vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier die Dynastie, haben wir ja weiterhin die Punktemöglichkeit. Brauchen wir momentan nicht. Auch wenn ich hier gerne diesen Stein hier einnehmen würde, es wächst aber leider nicht dahin. Was sollen wir dran machen? Wir könnten aber nochmal eine Plantage bauen, aber ich will eigentlich ja mal ein bisschen was Richtung fortschrittlicheren Sachen gehen. Wir haben noch gar nichts an solchen Sachen gemacht. Hier sowas wie Gärungsgruben oder Papiermacher wäre auch mal sehr gut, ne? Dann bringt halt nur, brauche ich einen Papiermacher und wo ist es? Die Schriftgelehrten auch noch. Das ist jetzt so teuer. Guckt euch das an, ey. Das ist 30 plus 26. Also, wow, das ist wirklich hart. Also, da muss man wirklich richtig drauf gehen auf diese Punkte. Das ist schon echt übel. Ja, und du, wo musst du hin? Ich glaube, hier hinten war noch irgendeine Seuche, aber da kommst du ja gar nicht hin. Von daher nehmen wir das mal so. Ja, da bleibst du einfach jetzt hier stehen. Technologie, ja, wir haben noch so eine fertige Verhüttung. Da können wir jetzt unser Eisen aufbauen. Da können wir auch nochmal gucken. Schmelzofen, Kupfer oder Eisen einbarren. Das sehr gut ist. 5 Produktion, Halleluja. Und dann nochmal Werkzeugschmied, der das Werkzeug bereitstellt für Barren. Und Waffenschmied, Speere für Kriegs-XP. Oh, das wäre ganz cool. Tatsächlich. Wenn wir jetzt Künste, wollten wir ja schon länger nehmen. Könnten jetzt irgendwas beschleunigen, machen wir aber auf keinen Fall. Diese Zahlen übrigens, das sollte man dringend mal fixen. Dass das noch nicht gefixt ist, ist schon sehr traurig. Da kommen auch ein paar Barbaren tatsächlich. Ja, wir können hier noch nicht, wie viel kosten denn so Schmelzöfen und so? Ja, 20. Schon recht teuer, ne? Naja gut, das wäre dann schon der dritte Part tatsächlich. Ja, ich finde, es macht Spaß. Man muss auf jeden Fall noch viel lernen. Also man merkt, wie schlecht man ist und wie schnell die KI natürlich auch auf hohe Schwierigkeitsstufe, vorletzte Schwierigkeitsstufe, denkt dran. Aber man merkt schon, dass sie ist schon sehr aggressiv, wenn es darum geht, Land zu erobern und vor allem Zeitalter voranzubringen. Also da komme ich überhaupt nicht mit. Also absolut nicht. Und da muss dringend dran denken, die Punkte immer wieder auszugeben. Ne? Also dass man da schaut, dass man die auch gut nutzt. Ich würde jetzt die Pyramide nicht zum Beispiel freischalten wollen. Kostet aber auch wieder 30 Verbesserungspunkte. Ne? Das ist übrigens auch bei jeder Nationalgeist, kriegt ihr halt unterschiedliche Einheiten, die ihr sonst nicht bekommt, Gebäude, die ihr sonst nicht bekommt. Das ist schon sehr cool gemacht. Ich zeige euch die jetzt nicht alle, da müsste man wirklich eigene Videos für machen. Aber hier zum Beispiel kriegt man halt diese britischen Spurgeschütze, die kriegt ihr sonst nirgendwo. Und beim anderen kriegt man dann die Ordensritter, beim anderen kriegt man irgendwie so einen speziellen Markt, wo man mehr Diplomatiepunkte kriegt oder sowas. Also es ist schon sehr cool gemacht, dass man ganz viele Dinge nur bekommt, wenn man bestimmte Nationalgeister genommen hat. Ist ja auch der Sinn der Sache. Deswegen passt das sehr, sehr gut, finde ich. Und kann einem immer eine neue Idee geben, neue Spaß geben. Finde ich ganz cool. Na egal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.